mich viel mich erwischt, ey. Nein. Bitte. So, dahin. Wir probieren das mal aus. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Aufnahmepause. Lauf. Oh mein Gott. Alter, wie mies, ey. Ich könnte dem kleinen Mädchen noch nicht antun. So, wir haben das da. Nimm das scheiß Futter und friss. Big Bell found. Okay. Das war alles. Das letzte Mal hat mich das Vieh... Hat es mich umgebracht? Doch, das hat mich umgebracht. Also manchmal kapiere ich das echt nicht. Ja, was jetzt hier? Ein scheiß Ghetto-Blaster und mehr nicht? Das ist alles. Aha. Part 1. Was denn? Eine große Glocke. I found this at the vacant lot. It makes a really loud noise when I kick it. Noch was? Part 1. A mechanical part I have never seen before. Do I get a bunch of them to build something? Gute Frage, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mal eine Ahnung, was ich hier noch tun soll. Tja, keep out. Da geht es nicht weiter, dann nur noch hier. Da ist der Typ. Ah. Da geht immer noch keiner dran, wie unhöflich. Oder es antwortet niemand. Warum klingelt es dann überhaupt? Hier müsste doch so ein Schattengeist rumlungern. Ja, da ist er schon. Ich hab echt... Da würde ich mal auch gern... da... Ja, würde ich mal gern. Da oben ist nämlich irgendwie noch so ein Schrein oder sowas. Dammit. Warte mal, Quick Save. Ist ja schön und gut, aber reicht es? Ich möchte. Nein. Shit. Ich überlege gerade, ich hab keine Ahnung, machen wir irgendwas falsch oder so. Ich gehen wir mal nochmal zum Hund.
Mache ich da vielleicht irgendwas falsch? Kann ich da vielleicht mehr Sachen auswählen und der reagiert vielleicht gar nicht richtig mit meinem Controller oder was? Irgendwas stimmt jedenfalls noch nicht. Na, wo ist der Scheißköter? Gehen wir nochmal zum Köder selber. Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir den Scheiß nicht finden. So schwer kann es doch nicht sein. So. Ich kann... Das kann ich alles nicht auswählen und die Schaufel kann ich da hinlegen, aber das bringt dem nichts. Siehste? Das ist halt so die Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwas finden, was den Scheißköder da irgendwie hinbewegen kann. Ich hab echt keinen Plan. Eine Sache will ich noch ausprobieren und dann würde ich sagen, mache ich mal eine Aufnahmepause. Problem, was ich scheiße finde, wir können nicht nach Hause zurückkehren, weil er das dann irgendwie, der speichert es leider nicht. Warum auch immer, ich hab's nicht. Gehen wir mal dahin, da sind wir mehr dran. Jetzt dahin. Jetzt dahin und dann wieder hier. Gab's da irgendwo hier noch eine Treppe oder so? Genau. Da sind wir noch nicht hochgekommen, hochgelaufen. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Ah, das ist mal was Neues. Was soll das jetzt? Ich habe ein Needle gefunden. Eine japanische Puppe, aber auch kein Key. Was soll dieser hüpfende Breihaufen? Noch mehr von den Dingern? Waren wir hier schon?
Eine Münze, die haben wir schon. Münze haben wir schon. Was ist das da? Cool, ich kann mit der Taschenlampe noch hin und her machen, das wusste ich gar nicht. Ist aber nutzlos in dem Sinne. Ja, ich habe das jetzt aktiviert, aber kommen nur diese, keine Ahnung was raus. Wollt ihr Geld? Auch nicht. Dann nehme ich die Münze wieder und sag mal tschüss. Ja, das war so meine Idee, was ich noch nicht ausprobiert hatte. So viel dazu. Beim Vakantlot zeigt er mir noch so eine nicht markierte Stelle an. Warum? Wir haben da ja alles abgesucht eigentlich. Alles abgesucht. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Was machen die jetzt, diese Dinger? Sind jetzt überall? Oder wie? Was bist denn du denn? Ob das so eine gute Idee ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Fettsack ist keine gute Idee. Ich habe so ein ungutes Gefühl bei ihm. Ich könnte zerquetscht werden mit seinem großen Hintern. Ach, verdammt, hab ich erwischt. Scheiße. Gehen wir nochmal dahin, schauen wir uns nochmal diese unmarkierte Stelle an. Tatsache ist, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht, weil entweder hat das Spiel einen Fehler oder ich bin gerade zu blöd, um das richtig zu sehen oder zu finden. Eins von beiden auf jeden Fall. Muss er da oben rumstehen? Wir könnten noch mal da. Was ist eigentlich da? Kann man da nicht hin? Nee, kann man nicht. Schnell, lauf, lauf! Da müssen wir hin, glaube ich, für die Katzen. Ich will so wagemutig wie ich bin noch mit den Katzen sprechen, weil irgendwas stimmt hier einfach nicht. Cat, ist es echt eine normale Katze? Oh. Eine normale Katze. Das Auto läuft. Warum eigentlich? Hier, friss. Was habt ihr gegen meinen Snack?
Ich kapier's, dass das Auto läuft, aber ich hab's nicht, ich hab's, nee, ich schraub's einfach nicht. Sorry, ich schraub's einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Wir sind hier. Wir kommen nicht in den Pool, weil uns der Schlüssel fehlt. Wir kommen nicht an. Wir müssen einen Schuh da von der Schwester holen. Wir kommen an den scheiß Köder nicht vorbei. Wir brauchen irgendwas, was der Köder braucht. Ablenken lässt, aber ich kann da nichts auswählen und habe keine Ahnung von wie viele Dutzend Sachen ich hier gesammelt habe. Was das da ist, habe ich auch keine Ahnung. Die jetzt wieder. Machen wir es einfach ganz einfach und zwar so, dann komme ich nämlich trotzdem an euch vorbei. Was ist, wenn... Ja, wir müssen jetzt einfach mal ausprobieren. Gib doch her einen Ranzen, gib doch schon einen scheiß Ranzen her. Also in die Schule selber kommen wir nicht rein, ne? Achso, ja. Bringt uns jetzt aber auch nicht viel. Habe ich vielleicht irgendwie einen Hinweis übersehen? Da komme ich nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Was steht da drauf? Gehen wir nochmal halt zum Müllhalde. Angeblich kann man ja da viele Sachen finden, mal, vielleicht finden wir auch mal was das Richtige. Wir haben einen Schlüssel gefunden, oh mein Gott. Oh mein fucking Gott, der verfolgt uns. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Sehr gut, wir kommen endlich weiter. Komm schon. Jetzt kommt auf einmal dieser Zombie, komische Spacko. Ach so, okay, ich dachte schon, ich bin jetzt hier gefangen oder so. Alles gut. Pool Key gefunden. Hallo Hühnchen. So, das wäre jetzt auch. Ach Leute, jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's wieder, wir kommen weiter.
scheiß Töter, ey. Gut, wir haben noch einen scheiß Schlüssel, ey. Der kann einen echt aufregen. Speichern, ja. Okay, jetzt sind wir wieder in ein neues Terrain. Alter, was für ein Riesenfisch. Da komme ich noch gar nicht dran. Weh, ich finde jetzt hier nichts, was mich nicht weiterbringt, Alter. Ich rass aus. Ja. Lass uns mal einen Pool leer machen. Geht aber richtig viel Wasser. Ja, okay, ist ja auch ein Pool, ne? Die scheiß Geister können aber trotzdem noch hier rumalbern oder was. Puzzle Piece. Okay, einen Moment. Nee. Alter, diese Typen, die können einen echt nicht in Ruhe lassen. Ja, war das jetzt alles, oder was? Aha! Yes! Nassen Knochen? Aha! Sehr gut, jetzt kann man... Okay, jetzt verstehe ich. Oh mein Gott, oh mein Shit, oh shit. Stehen da zwei von denen sogar rum. Okay. Ich weiß, wie es weitergeht. Ich komme jetzt weiter. Hurra, hurra. Der Hund sieht einfach nur bescheuert aus und nervt übelst. Dreckköter. Mann, ey, der kann ruhig mal sich verpissen, ey. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich komme endlich weiter. Endlich, nachdem ich eine... Wahrscheinlich eine Stunde oder zwei hier, ja, oder eine, zwei Stunden hier die halbe Stadt abgesucht habe nach irgendeinem Item. Na, bist du jetzt zufrieden? Was willst du jetzt noch? Ja, genau. Geh weg, geh weg. Es ist weg.
Rekorder gefunden. So, jetzt der Schuh endlich. Ja, und weiter. Ja, ich möchte es speichern. Oh Gott. Endlich kommen wir mal wieder zum Speichern. Schwester Schuh. I remember her putting this on. She wore this on the day she left. Is she only wearing one shoe right now? I have no clue where she... Where sis went, but I have to find her. I should start at the rice fields. Okay. Erst noch einmal abspeichern, save. Und unsere Kollektion hier erweitert sich, sehr schön. Ja, das reicht erstmal für die Aufnahme. Wir sind seit 2,5 Stunden, läuft die Aufnahme insgesamt, auch mit uns, wenn man jetzt mal die Unterbrechung mal außen vor lässt. Das wird erstmal reichen, ich muss noch viel rendern, bearbeiten und so weiter. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal hier bei Yomawari Night Alone in ihrem Zimmer. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.